Hallo YouTube und willkommen zu einem neuen Technik-Faultier-Video. Gerade ist ein großes Paket von Amazon eingetrudelt und ja, natürlich ist es der neue Amazon Fire TV. Dieses kleine Teil dürfte in dieser Box hier sein, wenn ich es richtig aufrupfe. Mal wieder unsere gemütliche Amazon-Werbung und ja, hier haben wir ihn. Amazon Fire TV zum ersten Mal in Deutschland. Und da gucken wir natürlich auch direkt mal rein. Das Ding ist ja eher so eine Setup-Box. Also orientiert sich eher an so einem Apple TV als an so einem Android PC Stick oder einem Android Chromecast Stick. Wir haben Amazon Fire TV. Entdecken Sie Filme, Serien, Spiele und Musik. Das erste, sehr schön, dass man hier direkt wirbt. Mit auf dem neuesten Stand. Das erste ZDF, Spiegel Online, Amazon natürlich. Das lassen wir mal. Spotify und ganz cool Netflix-Integration. Die sind ja letzte Woche erst in Deutschland gestartet. Klar, das wusste man vorher. Dann Sprachsuche, Dolby Digital, Quad-Core, WLAN, 1080p Full HD. An der Seite Filme und Serien, nochmal die ganzen Dinger, die unterstützt werden. TuneIn, Spotify, Berliner Philharmoniker, Spiele, Sega, Mahjong, Gameloft, Ubisoft, Amazon, Game Studio und mehr. Und auf der Rückseite auch nochmal jede Menge Text, um sich das Ganze vorstellen zu können. Wundert mich ja dann doch, dass Amazon sich so viel Mühe mit der Verpackung gibt, denn das Teil kann man natürlich nur online bestellen. Das wird jetzt viele freuen, Fernbedienung und zwei AAA-Batterien sind dabei, da wird dann mitgedacht. So, und jetzt, jetzt habe ich das schöne Amazon-Logo zerstört, na super. Dann, von der Verpackung erinnert es natürlich stark an die Kindle Fire und Kindle E-Book-Leseteile. So, wir rupfen einmal auf. Sehr schön, dass das alles schon vorgefertigt ist. Das war einfach. Wupp. Und jetzt Trommelwirbel. Tada, tada, tada. Also auch wieder vom Design oben das Orange, die Aufmachung. Amazon bleibt sich da seiner Verpackungslinie treu. Und jetzt gibt's hier keine Lasche, um es rauszuziehen. Nett. Dann unseren Amazon Fire. So starten Sie ihn, so melden Sie sich mit Ihrem Amazon-Konto an. Die Übersicht von vorne, Status, Stromanzeigen, Status-LED, hinten Strom, HDI, optisches Audio, Ethernet und USB. Und unsere Fernbedienung wird auch nochmal erklärt. Wahrscheinlich gibt es dann auch noch genügend Einführungsvideos, wenn wir das Ding dann an den Fernseher anschließen. Fernbedienung und unser Netzwerkstecker, unser Netzkabel und ein riesen Stecker-Oschi. Kein normales USB, sondern hier so ein richtig massives Teil. Ja, wundert mich eigentlich, dass sie da nicht wie, so einen normalen Kaltgerätestecker, so einen Rasieradapterstecker einfach reingemacht haben oder das Ganze per Micro-USB betreiben. Wahrscheinlich dann kommt da dann zu wenig Strom raus. Aber Pluspunkt, wir bekommen Batterien reingepackt und guckt euch das mal an. Batterien mit Amazon Basics draufgeschrieben. Sehr, sehr tuffig. Ist jetzt die Frage, sind wahrscheinlich komplett, da steht jetzt nichts vom Wiederaufladen. Sind es Akkus? Nee, Alkali, das sind wahrscheinlich ganz normale Batterien. Also nicht wieder zum Aufladen. Schade, schade, hätte Amazon ja auch direkt mal Werbung für seine eigenen Basic-Dinger machen können. Also dann auch mit den Akkus als Konkurrenz zu den Analog-Dinger. So, dann unser Fire TV. So, massiver kleiner Klotz. Sieht, also ist auf jeden Fall schwerer, als es aussieht. Amazon-Logo oben drauf. Vorne dann noch Klebefolie, um es vor Kratzern und sonst was zu schützen. Kann man natürlich abziehen. Sehr viele werden es wahrscheinlich einfach drauf lassen. Und auf der Rückseite, wie angesagt, unsere Anschlüsse Strom, HDMI, optisches In, Ethernet und ein USB-Port. Wofür der USB-Port ist, bin ich mal sehr gespannt. Vielleicht kann man da ja den zusätzlichen Game-Controller noch anschließen. Wer weiß, wer weiß. Und dann haben wir unsere Fernbedienung, die ja das besondere Feature hat, das eingebaute Mikrofon mit der integrierten Sprachsuche dann. Also Taste drücken, dann reinquatschen und die fühlt sich aber nett an. Tja, muss ich sagen, klar, Vollplastik, aber dadurch, dass es so mattiert ist und minimal, da kommt jetzt hier aber ein Plastikgeruch raus. Also wenn ihr die Fernbedienung auspackt, haltet am besten mal die Luft an. Aber das ist okay. Vor, zurück, Pause, Homebutton, Menü.
Und ansonsten halt unser Clickwheel in der Mitte und unsere Mikrofontaste. So, was fällt bei dem Ganzen auf? Das wird viele dann vielleicht böse überraschen. Wir haben kein mitgeliefertes HDMI-Kabel. Natürlich ist da immer die Sache, wie lang die Dinger sein müssen. Obwohl, ich finde, Amazon hätte hier einfach mal so ein Meterkabel, ein halb, anderthalb Meter Kabel beipacken können. Denn so kann ich mit dem Teil jetzt leider nichts anfangen. Ich muss noch zu Hause ein HDMI-Kabel hervorzaubern, suchen. Oder, ich weiß gar nicht, ob es bei der Bestellung direkt angezeigt wurde, bitte bestellen Sie doch hier unser HDMI-Kabel aus der Amazon Basics-Reihe direkt mit dazu. Ich freue mich jetzt aber auch direkt aufs Testen. Jetzt auch mal bequem Amazon Instant Video am Fernseher zu haben und das nicht dann immer, ich sag mal, von einem Apple iOS-Gerät auf den AirPlay zu streamen, sondern damit dann direkt mal Amazon am Fernsehen zu gucken und natürlich, was da sonst noch alles mit möglich ist. Und natürlich dann die ganzen Vergleiche mit Apple TV, mit einem Chromecast-Stick und was es da nicht sonst noch alles gibt. Vielen Dank fürs Zugucken, macht es gut und bis zum nächsten Video. Tschüss!